Willkommen bei der STV. Hier ist Ihre Emma Stapel. Eine Islamisierung findet nicht statt, bekommen wir immer wieder zu hören. Dass diese Aussage nicht stimmt, erfahren die Menschen in diesem Land nicht nur jeden Tag vor Ort. Auch die immer häufigeren Terrormeldungen und Warnungen vor Anschlägen sprechen eine eindeutige Sprache. Aber wirklich bedenklich ist die Tatsache, dass die Islamisierung von den höchsten Stellen geduldet und bisweilen sogar befördert wird. Und das sogar in Sachsen. Folgende Beispiele müssten eigentlich die Alarmglocken bei jedem noch gutgläubigen Menschen aufläuten lassen. Visa. Einer NPD-Anfrage ist zu verdanken, dass die vehementen Islamisierungsbemühungen, die selbst die sächsische Provinz ergreifen, öffentlich wurden. Ein als sächsische Begegnungsstätte getarnter islamischer Verein eröffnete unlängst einen Gebetsraum in der Innenstadt, ohne jeglichen Hinweis an der Tür. Stadtrat Jürgen Gansel deckte den Vorgang auf, der seitens der politisch Verantwortlichen wohl lieber geheim gehalten worden wäre. Aufs Tapet gebracht hat das die NPD hier im Rieser Stadtrat. Ich habe also durch Bürgerinformationen mitbekommen, dass sich hier seit kurzem ein muslimischer Gebetsraum befindet, mutmaßlich genutzt von einer radikal-islamistischen Glaubensgemeinschaft, vor der vor einigen Monaten selbst das Landesamt für Verfassungsschutz hier in Sachsen gewarnt hat. Und durch diese Bürgerinformation habe ich zwei Stadtratssitzungen genutzt, den Bürgermeister Müller zu fragen, ob er Kenntnis von einem entsprechenden Gebetsraum hat. In der ersten Stadtratssitzung hat das Oberbürgermeister Müller verneint. In der zweiten Stadtratssitzung hat er das dann zugegeben, woraufhin ich dann im Stadtrat angemahnt habe, dass sich die Stadtverwaltung doch mit dem Landesamt für Verfassungsschutz und der örtlichen Polizei zusammensetzen möge, um mal die Sicherheitslage abzuklären, weil keiner in Riesa bislang weiß, welche Glaubensgemeinschaft es konkret ist. Niemand in Riesa weiß, woher das Geld für die Anmietung des Gebetsraums kommt. Keiner weiß, welche radikal-islamischen Imame hier predigen. Keiner weiß, was gepredigt wird. Und insofern ist dieser Gebetsraum natürlich auch ein Problem für die Sicherheit in Riesa, weil ein Gebetsraum natürlich eine Radikalisierungsquelle für die Asylforderer hier in Riesa sein kann. In Görlitz wurde ein Gebetsraum des Vereins aus baurechtlichen Gründen bereits geschlossen. Hier wäre auch die Stadt Riesa in der Pflicht. Von Anwohnern wurden an einem Freitag 62 Muslime gezählt. Doch geschehen ist nichts. Derweil drohen die Verantwortlichen unverhohlen, man würde den Marktplatz für Gebete nutzen, wenn die Stadt rechtlich einschreiten würde. Und schließlich stünde die Regierung in der Verantwortung, weil sie die Leute hergebracht hat. Die STV ist es gelungen, exklusive Bilder des Gebetsraums zu drehen. Trotz wohlfeilen Gebarens vor der Kamera bleiben doch viele Fragen unbeantwortet. Zum Beispiel nach der Finanzierung oder nach den Genehmigungen für den Betrieb einer Versammlungsstätte. Zwar behauptet man, den Raum nicht nur für Gebete, sondern auch für Deutschkurse zu nutzen. Vom Koran ist allerdings nur eine einzige deutsche Ausgabe vorhanden. Der Verein schreibt über sich selbst: Wir sind eine multikulturelle Begegnungsstätte für alle Menschen, unabhängig ihrer Ethnie, Nationalität, Religion oder Sprache. Die Toleranz mit anderen Religionen endet aber schon an der Tür des Gebetsraumes. Kontakte zur radikal-islamischen Muslimbruderschaft wollte man uns nicht bestätigen. Die dahingehenden Vermutungen des Verfassungsschutzes hindern die sächsische Landesregierung jedoch nicht, offizielle Kontakte mit dem Verein zu pflegen, wie man dessen Internetseite entnehmen kann, auf der Bilder vom und mit Ministerpräsident Tillich oder Dresdens OB Hilbert zu sehen sind. Dresden. In der sächsischen Landeshauptstadt grassiert der Wahnsinn. Unter dem Vorwand des sogenannten Fachkräftemangels wünscht sich die linke Stadtspitze Flüchtlinge als Erzieher. Ohne die für pädagogische Berufe nötigen Eignungsvoraussetzungen werden nun schon sogenannte Kulturdolmetscher in Kindergärten geschickt, wie aus einer Anfrage von NPD-Stadtrat Jens Bauer im Dresdner Stadtrat hervorgeht. Vor einigen Tagen war einem Artikel der Sächsischen Zeitung zu entnehmen, dass der freie Kita-Träger Outlaw demnächst Flüchtlinge als Erzieher in seinen 8 Dresdner Kindertagesstätten einsetzen möchte. Angedacht ist, laut der Aussage des Vereinsvorsitzenden, dass die Flüchtlinge über einen sogenannten schulischen Partner eine Erzieherausbildung bekommen sollen, was natürlich zwangsläufig auch die Frage aufwirft, warum das hier so problemlos möglich ist, während die zahlreichen deutschen Bewerber für diesen schönen und für unsere Gesellschaft auch so wichtigen Beruf immer noch Steine in den Weg gelegt bekommen. Darüber hinaus sorgt das Vorhaben bei vielen Eltern aus Sorge um das Wohl ihrer Kinder für Unmut und Unverständnis. Und deswegen möchte ich einige Fragen dazu stellen, die da wären: Plant die Stadt Dresden in den städtischen Kitas ebenfalls die Einstellung von Flüchtlingen als Erzieher? Ja, sehr geehrter Herr Bauer, Folgendes. Wir würden in der Tat sehr gerne auch Menschen einstellen, die im Zuge des Flüchtlingsstroms nach Deutschland gekommen sind. Was wir machen ist, wir haben
teilweise sogenannte Kulturdolmetscher oder Dolmetscherinnen angeworben, also tatsächlich Personen, die aus Ländern kommen, wo wir auch jetzt Flüchtlinge herbekommen haben, weil wir da ein bisschen darauf angewiesen sind, dass natürlich die Sprachbarrieren, die momentan bei der Betreuung von Kindern da sind, dass wir diese Sprachbarrieren ein bisschen bewältigt bekommen. Und insofern haben wir da einige akquiriert. Wie bewertet man nun jetzt den Einsatz von Personen jetzt eines anderen kulturellen Hintergrunds? Ja, sehr positiv. Bin ja auch ein Wessi, bin auch froh, dass ich hier angekommen bin und dass mein kultureller Hintergrund anerkannt ist, dass hier also hohe Toleranz herrscht und meine Kinder sind hier auch in Kindertageseinrichtungen gegangen. Und im Moment, ich habe es ja eingangs schon gesagt, wie sich insgesamt das die Kinder natürlich auch ein Stück weit internationalisieren, kann man meines Erachtens auch darauf ein Stück weit reagieren, wenn man entsprechende Pendants bringt. Wenn man sie denn bekommen könnte, im Moment, ich habe es ausgeführt, können wir es beim erzieherischen Personal leider nicht. Ja, vielen Dank, Herr Vorjohann, für diese wirklich ausführliche Beantwortung. Das konnten auch jetzt die Zuschauer auf der Tribüne und am Livestream sehen, dass Sie ein ausgesprochener Multikulti-Romantiker sind, so würde ich das mal bezeichnen. Eklatante kulturelle Unterschiede spielen also offenbar keine Rolle. Das muslimische Verhältnis zur Kinderehe, zur Rolle der Frau oder das immer offener zur Schau getragene Dominanzgehabe gegenüber Deutschen möchten die Überfremdungsfanatiker am Stadtrat nun auch gern unseren Kindern als Bereicherung zukommen lassen. Die Islamisierung ist auch in Sachsen in vollem Gange. Mal unbemerkt oder geduldet, mal ganz offen und befördert. Wer es sehen will, der kann es sehen. Die NPD wird die Öffentlichkeit auch weiter darüber in Kenntnis setzen und vorangehen, wenn es darum geht, westdeutsche Verhältnisse zu verhindern. Wenn Sie Ihre Heimat nicht Fremden überlassen und eines Tages zur Minderheit im eigenen Land werden wollen, müssen Sie jetzt handeln. Denn ansonsten ist es zu spät. Von staatlichen Stellen können Sie dabei keine Unterstützung erwarten. Denn diese verfolgen, wie eben gesehen, ganz andere Ziele. Unsere Aufklärungsarbeit können Sie unterstützen, indem Sie die Deutsche Stimme als Druckausgabe oder online abonnieren. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Bleiben Sie wachsam. Ihre Emma Stapel.